Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Ich sehe so katastrophal aus. Wir machen mir jetzt erstmal die Haare, würde ich sagen, damit ich ein bisschen ansehnlich aussehe. Ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich bin krank, wie ihr hört. Ich habe ja am... Nee, wann war das denn? Doch Freitag, glaube ich. Oder war das Samstag, hatte ich noch für euch gevloggt und habe dann aber schon gemerkt, schon die 2 Tage davor habe ich schon so gemerkt, so irgendwie geht es mir gar nicht gut. Dann habe ich auch so gedacht, okay, vielleicht werde ich krank. Mir ging es letzte Woche schon nicht so gut, dass ich krank werde. Dann habe ich aber noch so gedacht, vielleicht doch nicht, weil wo soll ich mich angesteckt haben? Weil seit ich schwanger bin, achte ich wirklich extrem drauf, wo ich hingehe, mit wem ich mich treffe und wenn ich so... weiß, jemand ist krank, treffe ich mich nicht mit der Person, weil es wirklich richtig, richtig schlimm ist. Die Leute, die noch nicht schwanger waren, die können das, glaube ich, nicht nachempfinden, aber es ist richtig, richtig schlimm, wenn du in der Schwangerschaft krank wirst, egal was es ist, ob das Magen-Darm ist, ob das eine Erkältung ist, weil du einfach so gut wie gar nichts nehmen kannst. Du kannst am Tag 2 Paracetamol nehmen. Nasenspray streiten sich auch alle drüber. Viele sagen auf gar keinen Fall, manche sagen, Kindernasenspray ist okay. Und das war's. Kein Erkältungsbad, kein Wick, kein gar nichts. Und deswegen habe ich mich dann einfach angefangen fernzuhalten von Menschen, die krank waren in meiner Schwangerschaft. Und habe somit halt auch mit niemandem was so zu tun gehabt, der in der letzten Zeit krank war. Habe mich deshalb selbst gewundert. Nee, das sieht ja ganz komisch aus. Sieht aus, als hätte ich einen Helm auf. Warum ist das so komisch? Ja, auf jeden Fall hat es mich aber doch erwischt. Muss ja auch nicht sein, dass ich mich bei irgendjemandem angesteckt habe, den ich kenne. Kann ja auch sein beim Einkaufen oder so, keine Ahnung. Man kann sich überall die Erkältung holen. Und das Ding ist halt, wenn du schwanger bist, ist dein Immunsystem sehr schwach. Das fährt nämlich runter. Weil wenn das Immunsystem so wäre, wie es eigentlich ist, von Leuten, die nicht schwanger sind, würde das Immunsystem den Fötus, also das Baby, zerstören, kaputt machen. Und deswegen... fährt das Immunsystem runter von jeder Schwangeren und deswegen sind wir auch anfälliger für alles. Genau. Ja. Aber mich hat es trotzdem erwischt und deswegen ging es mir halt total scheiße, weil du halt wie gesagt nichts nehmen kannst. Das ist echt so eine Katastrophe, ne? Das ist so, boah, das ist echt schlimm, sage ich euch, weil ich bin so ein Mensch, wenn ich merke, okay, ich werde krank, ich schmeiß direkt irgendwas ein, damit es mir einfach nicht so scheiße geht. Weil ich das auch, ich finde das so furchtbar, so Gliederschmerzen. Du hast das Gefühl, dein Kopf platzt. Kann man echt froh sein, wenn man gesund ist. Naja, auf jeden Fall, das ganze Wochenende habe ich damit rumgemacht. Und auch gestern, vorgestern noch. Wir haben heute übrigens, haben wir heute Dienstag oder haben wir heute Mittwoch? Ich glaube, heute ist schon Mittwoch, oder? Alexa, welcher Tag ist heute? Heute ist Mittwoch. Ich hatte gestern Wochenwechsel und bin jetzt schon in der 34. Woche. Krass ist das bitte. In 6 Wochen kommt mein Baby einfach. Wenn sie sich noch 6 Wochen Zeit lässt, vielleicht kommt sie auch etwas früher. Ja, auf jeden Fall muss ich alles komplett mal so auffreshen. Mein Selbstbräuner, seht ihr das? Katastrophal, dass mich so aus der Bahn geworfen hat. Meine Haare, die sind auch total fettig, deswegen trage ich einen Sleek-Zopf. Katastrophe, sage ich euch, einfach Katastrophe. Deswegen muss ich mal so ein bisschen Beauty-Programm und sowas wieder machen. Und ich habe mir gedacht, ich vlogge heute. Ich habe zwar nichts Spektakuläres vor, ich habe heute Abend um 18 Uhr eine Besichtigung für eine Wohnung. Allerdings werde ich euch da nicht viel zeigen können, weil da sind auch noch andere Leute, die sich die anschauen. Aber ich wollte halt trotzdem heute für euch vloggen, ne? Und... was noch? Meine Wickelkommode wollte ich euch mal zeigen in dem Vlog. Ich hatte viele Mädels, ich hatte euch auf Instagram gefragt, was ihr für Videos sehen wollt. Und richtig viele hatten reingeschrieben, dass sie meine Wickelkommode sehen wollen. Dann habe ich gedacht, okay, weil die ja jetzt fertig ist. Dann habe ich gedacht, okay, so ein Video, wo ich nur die Wickelkommode zeige, stelle ich mir so ein bisschen boring vor. Weil es ja dann auch nicht so lang ist. Dann habe ich gedacht, ich vlogge einfach. Ich
nehme euch durch meinen Alltag ein bisschen mit und zeige euch dann mal meine Wickelkommode, wie sie jetzt aussieht, wie ich alles organisiert habe und so. Also mir gefällt es so, wie es jetzt ist, sehr gut. Ob das jetzt letztendlich so bleibt, keine Ahnung. Ihr wisst sicherlich selber, wie das ist. Dann ändert man es doch nochmal um. Packt das nach da oder das nach da. Aber es ist schon echt schön geworden. So. Dann wollte ich am Samstag mit meinem Papa zusammen den Kinderwagen aufbauen. Aber mich hat es ja so aus der Bahn geworfen, dass gar nichts mehr ging. Und deswegen ging das leider auch nicht. Ich habe schon so ein schlechtes Gewissen, weil ihr mich ständig fragt, was für Kinderwagen ich habe und wann ich ihn euch zeige. Und ich das Gefühl habe, ich mache so ein Staatsgeheimnis daraus. Aber es ging einfach nicht, ich konnte nicht. Aber mein Papa hat heute leider keine Zeit. Der hat heute ein Musikvideo-Dreh. Oh Gott, ey, der Hals ist so fleckig, seht ihr das? Oh nee, ich. Deswegen hasse ich Selbstbräune. Auf jeden Fall hat er heute einen Videodreh und hat deshalb leider keine Zeit heute. Aber morgen. Dann wird es mir auch nochmal ein bisschen besser gehen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machen wir das einfach morgen mit dem Kinderwagen. Auf einen Tag kommt es dann halt jetzt auch nicht an. Ich wollte ihn euch aber erstmal auf Insta zeigen. Und zeige ihn euch dann morgen auf, nee, nicht morgen, im Laufe der nächsten Wochen noch auf YouTube. So, ich bin back on track, Mädels. Kurz so einen Hustenanfall gehabt. Auf jeden Fall bin ich jetzt fertig. Ich hatte gerade einen sehr coolen Livestream. Es waren auch sehr viele Mädels und Jungs drin. War sehr angenehm. Ich habe über ein paar Themen gesprochen, über die ich eigentlich nicht rede. Mache ich manchmal, wenn es einfach aus dem Herzen rauskommt, dann mache ich das manchmal auf TikTok. Auf jeden Fall habe ich gestern, oder ich glaube vorgestern, auch ein Paket bekommen von Lifestyle Parfums. Ich liebe die. Das ist der neue Michalski-Duft, der Summer-Duft. Ich habe hier den noch vom letzten Jahr. Ne, das war Sunshine. Der letzte Summer-Duft vom letzten Jahr, der war so geil. Ich habe den so gefeiert. Ich habe den leider nicht, ich habe den weggeschmissen. Der war richtig geil. Den habe ich jeden Tag im Sommer getragen. Der hat so gut gerochen. Aber ich weiß jetzt leider nicht, wie der hier riecht, weil ich nichts rieche. Also hinten steht drauf, Kopfnote, Salzwasserakkord, Kokosnuss, Herznote, Jasmin, weiße Rose, Basisnote, Sandelholz, Kaschmir. Der Duft beeindruckt in der Kopfnote mit einer salzigen Brise in Kombination mit tropischer Kokosnuss. Die angenehme Note von weißer Rose und edlem Jasmin bilden das Herz dieser Sommerlisung. Anschließend verbleiben warmes Sandelholz und Kaschmir auf der Haut. I don't know, I don't know. Ich werde es testen, wenn ich wieder was riechen kann. Erstmal zu der Wickelkommode an sich. Das ist die Wickelkommode, für die ich mich entschieden habe. Das ist von IKEA die Hemmnis. Und die Knöpfe sind aus dem Action, weil die, die dran waren, die haben mir überhaupt nicht zugesagt. Das war halt eher so Landhausstil und das ist einfach nicht so mein Vibe gewesen. Ja, hier oben, wisst ihr, hat Papalicious was hingemalt. Und hier liegt jetzt noch das Stillkissen, das bleibt natürlich nicht da liegen. Und hier liegt auch noch was Neues, das habe ich gekauft für sie. Das ist einfach so ein Badehandtuch, habe ich von Ernstings Family. Und hier unten drunter ist diese Wickelauflage, die ist von Baby One. Genau, ich bin schon wieder aus der Puste. Hier haben wir dann so zwei Kisten, die bleiben aber nicht da. Ich habe die jetzt erstmal hingestellt, weil ich noch nichts Schönes gefunden habe, was hin kann. Hier ist Desinfektionsmittel drin und hier noch gar nichts. Das ist ihr Nachtlicht, das kannst du anstellen. Das kann man so aufmachen und dann hat sie oben Sterne. Fand ich ganz cool. So, ich würde sagen, wir fangen mal hier oben rechts an. Hier hat sich nicht viel verändert. Ich glaube, das habe ich euch sogar schon gezeigt. Hier haben wir einfach so Beißringe. Ich meine, das wird alles noch dauern, aber sie sind halt schon da, deswegen sind sie halt jetzt hier drin. Und hier ist so ein bisschen für ihre Haare einfach zwei Bürstchen und eine Nagelschere. Und hier hinten sind ihre ganzen Schnuller, die sie hat. Die hier unter anderem. Jetzt fängt es an zu regnen, Leute. Nein, warum bin ich nicht erst mit Coco gegangen? Na egal. Ja, ganz viele Schnuller. Wenn sie die überhaupt nimmt. We will see. Daneben befinden sich Feuchttücher und hier hinten sind ihre ganzen Schnuffeltücher. Da hat sie auch schon super viele geschenkt bekommen. Hier ist noch ihre Spieluhr und das sind halt alles so Schnuffeltücher, die sie alle zu der Babyparty geschenkt bekommen hat. Dann haben wir in der dritten Schublade ganz unspektakulär ihre Pampers. Das ist alles voll mit den 1er Pampers. Und ganz außen haben wir Pflegeprodukte. Ich habe hier zum Beispiel,
ich jetzt vor kurzem erst gekauft von Bübchen hier die Creme und hier nochmal ein Babyöl und hier eine Gesichtspflegecreme. Ja, das. Dann haben wir hier noch so feuchte Waschlappen sind das, glaube ich. Und da hinten so Ohrenstäbchen. Und hier hinten haben wir noch so Babypuder und sowas alles. Das sind aber alles Geschenke auch von der Babyparty gewesen. Ich denke, ich werde Bübchen nutzen. So, dann machen wir hier unten weiter. Das ist die erste Schublade. Hier an der Seite haben wir ihre Spucktücher. Komplett durchweg hier. Genauso wie hier. Hier sind dann ihre Mützchen, da sind super süße dabei, auch passend zu so Sets und zu Bodies. Guck mal, die ist auch richtig süß, da habe ich auch ein passendes Set zu. Zu der habe ich auch ein passendes Set, also richtig süß einfach. Und hier sind ihre Schlafanzüge. Ich habe das jetzt alles so ein bisschen sortiert, nach Größen einfach. Das hier sind jetzt alle Schlafanzüge in Größe 50 und 56. Und dahinter sind alle Schlafanzüge in größeren Größen, das heißt 68, 62, das, was wir wahrscheinlich erstmal dann nicht brauchen werden, was wir aber schon haben. So, und hier unten haben wir dann eigentlich auch eine Schublade, die wir wahrscheinlich erstmal nicht so oft brauchen werden. Hier sind halt ein paar Hosen von ihr drin. Das hier sind tatsächlich noch ein paar kleinere Hosen, also die wird sie dann tragen können jetzt am Anfang. Ja, so Jogginghosen und sowas alles und auch so von so ein paar Sets und hier so eine schickere Hose, eine Jeanshose. Das ist alles so 50, 56. Hinten sind Leggings, das sind alles größere Größen, die werden hier erstmal nicht passen und diese Hosen auch alles größere Größen werden auch erstmal nicht passen. Hier sind Strumpfhosen drin und hier an der Seite habe ich zwei Schlafsäcke sind das und das ist auch nochmal so ein Badehandtuch. So, zweite Seite. Hier haben wir Söckchen von ihr drin mit süßen Schleifchen. Dazu haben wir auch noch die passenden Haarbänder. Hier sind ihre Kurzarmbodies in Größe 50, 56. Hier sind Langarmbodies in Größe 50, 56. Und das sind, glaube ich, Langarmbodies in Größe 62, 68, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich habe es mir extra alles abfotografiert und habe die Größen überall dran geschrieben. Deswegen, ich habe es alles im Handy, aber ich weiß auswendig jetzt gerade nicht. Und hier hinten haben wir noch so ein Ding, da sind Lätzchen drin. Aber ich sag euch ehrlich, das ist nicht so mein Ding. Bin nicht so ein Fan davon, aber habe halt welche geschenkt bekommen. So, und hier unten, das ist ganz unspektakulär, haben wir noch ganz viele Pampers auf Vorrat. Die Windeln, die habe ich geschenkt bekommen. Ob ich die nutzen werde, weiß ich nicht, weil ich bin eigentlich jetzt eher so Team Pampers, gerade für den Anfang. Mal gucken. Hört ihr, wie ich aus der Puste bin? Das ist krass, gell? Ja, auf jeden Fall sind hier ihre Bettlaken für ihr Beistellbett. Boah, guck mal, wie schlimm dieser Selbstbräuner aussieht. Es tut mir echt leid, Leute, das ist echt peinlich. Und hier ist ihr Weihnachtskostüm. Das hat sie geschenkt bekommen von meiner Tante. Ich finde das total süß. Ja, ansonsten ihre Söckchen. Da brauchen wir, glaube ich, auch noch ein paar. Ich weiß nicht, ob die jetzt reichen. Es sind schon einige. Und sie hat ja auch noch die mit den Schleifen. Aber mal gucken. Und hier sind so, ja, was ist das, so Strampler. Da hat sie nicht so viele, weil ich sage euch ehrlich, ich bin da kein Fan von. Ich finde so Sets einfach schöner als Strampler. Oder hier sind so T-Shirts. Das ist so ein Einteiler noch. Ja, das ist hier drin. Und das war es auch eigentlich schon mit ihrer Wickelkommode tatsächlich. Dann wisst ihr, ich habe ja noch hier die Stange von ihr. Und hier hängen halt einfach so Sets, ne? Wie zum Beispiel das hier oder das ist auch mega süß. Dann haben wir hier ihren Trenchcoat, aber das ist 68, das dauert noch, bis das passt. Habe ich extra so groß gekauft, dass sie das im Herbst tragen kann. Hier hinten ein Schlafsack von ihr. Die hat Mama Lisches ihr gekauft. Und hier sind einfach noch so ein paar ihrer Klamotten. Ihr Jäckchen unter anderem. Das hier ist zum Beispiel zu dieser Mütze, habe ich euch ja eben gezeigt. Und ganz, ganz viele Sets noch, ne? Hier so, das ist auch ein Set. Die Hose ist hier drin. Kleidchen haben wir schon. Das ist auch ein Nike-Set. Die Hose ist auch hier drin. Das hat sie auch geschenkt bekommen. Das ist auch ein Set. Ist aber auch ein bisschen größer. Das ist auch ein Set. Das ist auch ein Set. Ja, sie hat relativ viele Sets. Kommt ganz nach ihrer Mama, würde ich mal sagen. Und das ist auch mega süß. Guckt euch das mal an. Einfach mit dem Body. Richtig süß. Ja, das war tatsächlich schon ihre Wickelkommode und ihr Kleiderschrank, sag ich mal. Ach, ich bin so aus der Puste, Leute. Es ist so krass einfach.
wenn du krank bist, die Nase zu und sowas und dann auch noch schwanger, wie schnell du dann außer Atem bist und so. Crazy. Naja, auf jeden Fall war das alles. Ich muss mal gucken, was ich jetzt mache. Ich habe jetzt ein bisschen Content schon produziert für euch. Ein paar TikToks und sowas gemacht. Wie gesagt, Coco muss halt unbedingt raus, aber draußen ist die Welt am Untergehen und das ist, glaube ich, dann nicht so gut, wenn ich jetzt mit ihr rausgehe, weil dieser Hund ist ganz komisch, ne? Wenn du mit ihr rausgehst, wenn es regnet, sie macht einfach nicht. Sie hat da keinen Bock drauf. Sie will am liebsten einfach drin bleiben. Sie geht auch da die Treppe nicht runter. Das ist Katastrophe mit ihr. Andere Hunde haben da so kein Problem mit. Sie ist so, auf gar keinen Fall nicht mit mir. Kein Bock drauf, lass mich in Ruhe. Ja, danach werde ich mal was essen. Ich habe noch ein paar Nudeln von gestern. Die mache ich mir einfach warm. Bin schon wieder so aus der Puste. Ich krieg mich gar nicht mehr ein. Die Schwangerschaftsmüdigkeit hat gekickt, Leute. Ich war mit der Kuckuck dann vorhin draußen, habe mir mein Essen warm gemacht. Und dann saß ich unten auf der Couch. Und wenn man das ist, ist es ja auch so ein bisschen angeschlagen. Und dann bin ich einfach eingeschlafen. Aber wie? Ich lag nicht mal richtig, ich saß eigentlich mehr. Weil ich ja geschminkt bin. Zu lustig eigentlich, wirklich. Naja, auf jeden Fall fresh jetzt ein bisschen mein Make-up auf und dann fahre ich zur Besichtigung. Fertig. Und Lippenkombi, falls jemand danach fragt, Manhattan 94F und Lipgloss ist von Essence der 102 Sweet Dreams. Wobei ich sagen muss, dass ich finde, dass der weiße davon noch geiler aussieht im Kombi. Aber ich habe jetzt den hier nur, weil der andere fliegt wieder in irgendwelchen Handtaschen rum. Guckt euch mal dieses beschissene Wetter an, Mädels. Ist einfach nur zum Kotzen, ehrlich. Es war jetzt die ganze Zeit so gutes Wetter. Jetzt geht's wieder ab hier. Und was geht ab? Oh, sorry, ich muss die haben. Wer macht's? Entschuldigung. Jetzt geht's wieder ab hier. Ah, hier in der Moschee. Also, auf jeden Fall, hier ist Mama Licious. Mama, wie geht's dir? Naja, könnte besser sein. Ich fühle mich sehr schwach, um ehrlich zu sein. Du Arme. Wenn du die Beine wehst, die Hölle. Aber ansonsten geht's. Na gut, die zwei Bacillus machen sich dann jetzt mal auf den Weg. Mach nur langsam. Ich kann nicht mehr. Weil das für mich auch die Sendung ist. So, tschüss. Tschüss. Mama und ich sind wortwörtlich einfach abgehauen. Boah, Leute, krass. Was heutzutage so vermieden wird. Also ehrlich krass. Das hatte schon Sinn und Zweck, warum der da keine Bilder reingesetzt hat vorher. Auf jeden Fall. Wir haben uns die Wohnung gerade nicht mal angeguckt. Wir haben das Treppenhaus gesehen. Habt ihr gesehen, wie viele Treppen das waren? Ich habe die euch gezeigt. Das waren einmal die und nochmal so viele. Aber so steil. Das macht keinen Sinn mit Hund und Kind. Das ist uninteressant. Wir hätten es ja eigentlich schon von außen sehen müssen. Ja. Wir waren ja auch gestern schon mal hier oder vorgestern. Aber wir haben gedacht, komm, wir geben der Sache mal eine Chance. Vielleicht sieht es innen ja anders da aus. Aber innen sieht es ja noch schlimmer aus wie außen. Wir waren ja noch nicht mehr in der Wohnung drin. Hast du gesehen? Davor war so ein Teppichboden. Und hast du die Decke gesehen? Die war ja so. Ja. Ich habe schon gedacht, deine wäre wellig im Zimmer. Aber die hat dir keine Wellen geschlagen. Das war ja was weiß ich. Und das war zu lustig, ne? Wir laufen da so die Treppen hoch. Es waren auch richtig viele andere Interessenten noch. Und ich habe selbe gedacht wie meine Mutter. Ich so zu meiner Mutter. Mama, sie so, komm, wir gehen. Ich war gerade die zweiten Treppen hochgelaufen, sind wir wieder runtergelaufen. Und der Mann dann so, tschüss, der hat gar nicht gefragt, warum wir nicht geguckt haben oder so. Vor allen Dingen die Vorvermieterin, die jetzt da aktuell gerade drin wohnt, war so eine, weiß ich nicht, ich glaube, die war auch nicht so ganz auf der Höhe, oder? Wie die schon rumgelaufen ist, ohne Socken, kurze Hose, als wenn sie gerade aufgestanden wäre. Keine Schuhe. Und dann ein Teppich da drin, also Wahnsinn, Wahnsinn. Da kannst du erstmal etliche 1.000 Euro reinstecken, bevor du in so eine Wohnung. Weißt du, wie die aussah, die Wohnung? Also, ich habe es ja von innen nicht richtig gesehen, ich habe nur so reingelunzt. Aber so von dem Treppenhaus her und von dem Teppichboden oben im Flur, wie von so einem Typ, der so Massenmörder ist, der so
Also man hat ja, hast ja deine Ansprüche wirklich schon ein bisschen zurück, gell? Aber so weit zurück, das geht gar nicht. Nee, das war nichts. Das war schlimmer als in so einer Brennpunktwohnung, sag ich euch ehrlich. Das war das Älteste vom Ältesten. Na, ich kann mir mal das Haus zeigen, seht ihr schon. Bitte? Naja, egal. Sollte halt nicht sein. Ich habe mir schon so gute Wohnungen angeguckt und dann sowas. Ja. Aber ich bin ja jetzt mittlerweile auch schon so, dass ich mir dann auch welche angucke, wo keine Bilder drin sind, weil ich denke, ja gut. Weil letztes Mal habe ich mir die auch angeguckt, wo keine Bilder drin waren. Das war die auf zwei Etagen, wo das Schlafzimmer oben war. Die war zum Beispiel schön. Aber das weiß ich jetzt auch nicht. Und ich sage euch ehrlich, ich für sowas würde ich keine 650 Euro ausgeben. Also wirklich. Die können sie mir noch geben, ja. Im Monat, da würde ich da nicht einziehen. Jetzt mal ganz im Ernst. Also bitte. Nee, das war nichts. Können Sie mir geben und dann würde ich sagen, behalt eure 650 Euro und behalt auch eure Wohnung. Wir wohnen ja auch in einem alten Haus, gell? Aber alt und alt sind zwei Paar Schuhe. Dann komme ich heim und dann denke ich wieder, oh krass, wie neu wir wohnen. Oder? Ja, und vor allen Dingen, aber das Ding ist ja auch, ich will ja nicht in eine Wohnung einziehen, wo ich erstmal alle Türen streichen muss, neue Böden überlegen muss, dass man renovieren und sauber machen muss. Gar kein Thema. Man will es ja auch schön haben, man will es ja auch so haben, wie es einem selber am besten gefällt. Aber das macht ja keinen Sinn, wenn ich wo reinziehe, wo jeder Boden komisch ist, wo Teppich drin liegt oder was weiß ich, wo lila-grüne Wände drin sind. Das kannst du aber auch mit Tapete und Teppichboden nicht gut machen. Nee, das war jetzt ein besonderer Fall. Also, allein schon das Treppenhaus, Fall. Das Treppenhaus, wer soll denn da zu dir kommen? Mit so steile Treppen, ja. Und die Treppenstufen, die waren so schmal. Also da hat noch nicht mal mein halber Schuh drauf gepasst. Aber ich bin da runtergeflitzt wie nichts Gutes, weil ich nur gedacht habe, nur raus hier. Wir sind wieder zu Hause. Wir waren gerade kurz einkaufen. Und dann habe ich gesehen, dass die Geschenke für mich stehen. Ja, die sind von meiner Tante und meinem Onkel. Die packe ich jetzt aus. Voll süß, guck mal, wie schön verpackt. Oh. Oh, hier haben wir einmal ein Sternprojektor. Heißt das so? Heißt das Sternprojektor? Ich glaube schon. Warte mal, ich stöpsel mal die ganze Sache ein. Aber er hat gesagt, das wäre so ein tolles Bild. Damit hat er selber auch zu Hause. Ja. Und das wollte er unbedingt mitbringen. Also, das oh. Also, du kannst auch das andere Mal aber sagen, das ist ja auch schön. Weißt du, wo du die Filme wechseln kannst und alles. Aber das wäre ja ganz besonders hier, sagt er. Das ist ein anderes, ja. Ich habe nämlich für die Kleine eins in der Liste gehabt. Das habe ich auch. Aber da musst du die Dinger wechseln, dann sind oben an der Decke so Sterne und sowas. Aber ich glaube, das macht ein anderes Ding. Ja, das macht Mond, glaube ich, auch so. Ich zeige es euch gleich oben im Zimmer, weil ich muss das an USB anschließen. Aber sehr cool, schau mal. Ich weiß, was es ist. Das ist von Philips Avent, der Flaschensterilisator. Den habe ich mir auch gewünscht. Also den habe ich mir jetzt nicht von meiner Tante und meinem Onkel gewünscht, den habe ich mir generell gewünscht und die haben mir geholt. Ja, schön. Sehr gut. Sehr cool. Ja. Haben wir sehr gut gebraucht. Weißt du, was da drin ist? Nein. Doch. Nein. Du lügst. Nein. Ich sehe das, wenn du lügst, du nein, lügst. Nein. Lügt der Fahrer nochmal? Nein, ich lüge. Doch, der lügt. Ich kann schlecht abschätzen. Ich sehe es an deinem Mundwinkel. Doch, der lügt. Er weiß für mich ehrlich. Das Ding ist für die Badewanne. Oh, Thermometer? Brustest du es? Nee. Das macht man in die Badewanne und dann weiß man genau, wie viel Grad die Badewanne hat. Super. Das haben wir auch noch gebraucht. Hab ich ganz vergessen. Das ist hier auch richtig schön verpackt. Ich liebe sowas. Wisst ihr, was das ist? Das ist das Nestchen. Oh. Guck mal, das habe ich mir auch, das war auch in meiner Wunschliste drin. Das hier ist die Schlange dazu, das muss man selber zusammen machen. Das hier ist das Schleifchen, das kommt vorne dran. Und da ist hier das Kissen. Warte mal, ich zeige euch das noch. Wo ist mein Handy? So sieht das aus. Voll süß. Schön, wirklich. Richtig süß. Richtig süße Geschenke. Ja, also ein schönes Nest gleich. Und meine Tante und mein Onkel, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr über alles und ich kann alles sehr gut gebrauchen. Also wir zwei können alles sehr gut gebrauchen. Super. So. Ich zeig euch jetzt mal hier, ich bin jetzt extra hochgegangen, ich zeig euch jetzt mal hier das Licht, das ich von meiner Tante und meinem Onkel bekommen habe. Erstmal alles dunkel, aber warte mal. Geht nicht runter, keine Ahnung. Ja, jetzt ist halt nicht ganz dunkel, aber das ist das Teil. Ich habe es jetzt mal hier kurz hingestellt. Guck mal, wie schön mit dem Mond.
Sieht richtig, richtig schön aus. Hier kann man bestimmt auch noch die Farben verstellen. Oh, das Rosane, habt ihr euch das angeguckt? Okay, ich werde das auf jeden Fall dahinstellen für die Kleine. Ich glaube, da hat sie mehr von. Das sieht irgendwie schöner aus. Sehe ich sexy aus. Ich habe mich gerade abgeschminkt, Mädels. Und bin jetzt eigentlich schon bettfertig. Es war ein sehr turbulenter Tag. Ihr wisst, ich bin immer zu 100% ehrlich mit euch. Vorhin, als ich von der Wohnungsbesichtigung kam, habe ich mich so aufgeregt, dass ich fast geplatzt bin. Warum, weshalb, möchte ich jetzt hier nicht kundtun. Ihr wisst, ihr seid meine Besties und ich würde euch am liebsten alles erzählen, wenn ich könnte, wie ich wollte. Boah, alter Leute, ihr würdet alle platzen, sage ich euch, wie es ist. Und der Tag wird auch kommen. Der Tag wird kommen, da wird sich das alles fügen, sage ich mal. Naja, wie auch immer, ich finde es einfach nur traurig. Respektlos und schade, wie manche Menschen mit schwangeren Mädels umgehen. Aber ich kann euch auch nur mit auf den Weg geben, lasst euch von nichts und niemandem beeinflussen, solange ihr eure Familie und eure Freunde habt, die hinter euch stehen. Scheißt auf alle anderen, einen dicken, fetten Haufen. So, das war das Wort zum Mittwoch. Ansonsten würde ich sagen, ich beende den Vlog an der Stelle. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen oder wenn ihr was in die Kommentare schreibt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Danke fürs Zusehen. Passt auf euch auf. Tschüssi.